Newsflash. Newsflash. Bei den diesjährig stattfindenden Lack- und Lasur-Festspielen in der grünen Hölle von Krumbeek waren, wie in den vorvergangenen Jahren auch schon, zahlreiche Produzenten vertreten. Vorführung von Wie entferne ich diesen grünen Pelz bis Wie mache ich aus altem Holz wieder fast Neues wurden von der langjährigen Facharbeiterin Sarah eindrucksvoll vorgeführt. Diesen alten Zausel konnten wir während der Reportage auch filmen. Vorher-Nachher-Vergleiche wurden vorgeführt und eine ruhige Hand ist bei diesen Vorführungen ein Muss. Aus aktuellem Anlass stellte sich dieses Jahr die Frage, was nicht getrocknete Wasserlacke, Schlagregen und diese beiden Herren gemeinsam haben. Richtig, gar nichts, außer dass wir hässliche Spritzer mit einem Pinselstrich beseitigen können. Nachdem die grünen Teppiche eingerollt wurden und lästige Zaungäste endlich verschwunden waren, konnte mit den Aufräumarbeiten begonnen werden. Hier noch ein paar Eindrücke von den Aufräumarbeiten. Die kulturelle und gesellschaftliche Wichtigkeit der Lack- und Lasur-Festspiele scheint jetzt auch bei der High Society angekommen zu sein. Mit so einem hohen Staraufkommen hat in diesem Jahr kein Mensch gerechnet. Mit diesem Gezwitscher verabschieden wir uns und gehen zurück ins Funkhaus.